Ja, Hallöchen und herzlich willkommen zur 21. Folge von Andreas Schubert Transporte hier im Euro Truck Simulator 2 mit TT, dem Programm für den eigenen Auflieger und den Hard Economic Mod von Herrn Klaas. Ja, getrickst habe ich, ne, wer die letzte Folge gesehen hat oder allgemein die letzten Folgen, der weiß, wir sind ja auf dem Weg ins polnische Bialystok. Haben wir in Rostock geladen mit unserem Tafelgeschirr hier und ja, TDET Version 3.05 hat nun Abladezeiten und diese Abladezeiten hat uns nun beschert, dass wir in dieser Firma in Transinet, bei Transinet in Bialystok, das Tafelgeschirr jeden Tag, also täglich, von 18 bis 24 Uhr abladen können. Nun haben wir ja nun von der Pause her eigentlich recht ungünstig gelegen. Wir haben jetzt noch gut und gern 1,5, 2 Stunden Fahrzeit hier vor uns, um dorthin zu fahren. Mehr nicht so. Und dann wäre es eigentlich, ja, wie spät wäre es so gewesen dann? Wo, früh ist irgendwann. Früh ist um 10 oder so dort aufgetaucht, hätten dann noch warten müssen. Ich habe das jetzt hier. Ich habe ja gesagt in der letzten Folge, dass ich mir was einfallen lasse, dass ich mal hier ein bisschen tricksen und die Zeit überbrücken. Gibt ja nun auch Befehle, mit denen man hier die Zeit vorspulen kann, aber das wird mir alles nicht so gefallen, weil da geht ja wieder die Fahrzeit flöten und so weiter. Ich habe jetzt getrickst hier. Ich habe jetzt einfach zweimal Pause gemacht. Jawohl. Ich habe jetzt nicht nur 11 Stunden Pause gemacht hier, sondern ja, zweimal 11, sprich 22 Stunden. Und das hat mir nur als Resultat, dass es eben jetzt schon 17:11 Uhr ist. Und wir dann hier ganz gediegen, denke ich mal, dass wir so kurz nach 18 Uhr, spätestens kurz nach 18 Uhr oder zwischen 18 und 19 Uhr, sagen wir mal so, in unserer Ableitestelle sind, da ganz geschmeidig abladen können, neue Ladung suchen und dann, ja, müssen wir die Nacht durchfahren, aber wir können erstmal wieder fahren. Ohne hier irgendwelche Faxen zu machen, hier ohne mit der Fahrzeit in Bredouille zu kommen, ganz locker, geschmeidig. Eben schade, dass uns jetzt ja, dieser Tag hier im Prinzip ja fast komplett fehlt. Ja, man, 11, 2x11 sind 22 Stunden Pause, sind fast 24 Stunden, die wir jetzt quasi kein Einkommen haben. Was wir aber brauchen, weil wir ja nun mal einen fetten Kredit zurückzuzahlen haben. Ja, was ist denn mit diesem Scheißverkehr schon wieder los hier? Herrschaftszeiten. Ja, nützt jetzt nichts. Motorbremse ist noch drin. Ja, so machen wir das. Ja, also 22 Stunden fast mehr der Tag hier. Kein Geld verdient, aber Kreditrate wurde halt trotzdem abgezogen. Das ist natürlich immer ungünstig sowas. Das möchte man natürlich vermeiden. Deswegen möchte ich versuchen, immer die Fahrzeit voll auszureizen. Jetzt haben wir ja so quasi noch nicht mal angefangen. Aber es geht eben nicht anders. Es geht nicht anders. Auf die Spur wechseln hier. Da vorne wird es einspurig. Oh, du stehst aber auch günstig hier, Herr Polizeipolizist. Ja, Bialystok geradeaus, wir haben es gelesen.
Und wir haben es nochmal gelesen. So. So, wie spät ist es? Oder 18:30 gleich hier. Das ist ja der Hammer hier. Ja, wir standen ewig lang an der Tankstelle, ne? Ewig an der Tankstelle gestanden, wenn du ein paar Minuten stehst hier. Da ist ja im Spiel eine kleine Stunde weg. Das ist es ja halt. Das ist ja der Krebsschaden. An der letzten Skalierungsgeschichte. Ja, ich habe mich doch ein bisschen verschätzt. Ich habe gesagt, zwischen 18 und 19 Uhr, hier kommt noch ein Rastplatz. Das ist ja der Hammer. Ich habe manchmal das Gefühl, die werden nicht immer alle so auf der Karte angezeigt. Wer die letzte Folge gesehen hat, da hatte ich ja schon mal so ein Phänomen. Ne? Habe ich gedacht, zwischen Lodz und Warschau kommt die letzte Parkmöglichkeit. Und dann komischerweise wurden mir viel mehr Parkmöglichkeiten angezeigt. Hier für einen Schotterplatz. Mit Dixie-Toilette. Dürfen wir über der 80 fahren, weil wahrscheinlich vierspurig und bauliche Trennung zwischen den Fahrtrichtungen. Scheint in Polen sehr ähnlich zu sein wie in Deutschland, ohne dass ich jetzt genau weiß. So, da ist schon das kleine Örtchen. Wenn wir nur noch für mal Transinet suchen. Hier sind sie nicht. Da hinten sehe ich sie zumindest auf dem Navi schon. Also hier noch geradeaus und dann geradeaus und auch ganz am Ende der Straße dann geht es schon weiter. Am Ende der Straße dann nach links. Ups, das schauen wir nicht mehr. Zumindest nicht straffrei. Zumindest nicht straffrei.
ist es schon. So, meine polnischen Freunde. Ich soll bestimmt dazwischen meine Auflieger. Versuchen wir mal unser Glück, wa? Wir müssen noch ein Stück nach rechts, bevor wir hier einlenken können. So. Mir fehlen eben leider Gottes wieder die Linien, die weißen Linien. Damit man sieht, ob man auf der Rampe zufährt, weil die Rampe sieht man immer erst sehr spät. Und deswegen sind immer weiße Linien vor den Rampen, rechts und links davon, zwischen die man fahren muss. Aber guck dir mal an, ja, das sieht ja gar nicht mal, das sieht ja schon richtig gut aus. Nicht ganz, noch nicht ganz. Jetzt sieht es richtig gut aus. So, ihr wisst, ich lasse immer ein bisschen Sicherheitsabstand. Aus simulatortechnischen Gründen. So, und es ist jetzt 19.30 Uhr. Na ja, da geht's doch eigentlich. Ich hab mir schon mal vorgestellt. Und da würde ich sagen, da gehe ich jetzt mal rein in die Bude, ja, und lade mal ab hier. Und guck dann auch gleich auch mal im Anschluss, ob ich was Neues finde. Ja. Prima. Schön. Das läuft wie Länderspiel hier. Das läuft echt wie Länderspiel. Klappt nie, was ich für eine Tour an Land gezogen habe. Der absolute Brille. Ich habe da abgeladen in der Bude, da drüben war das hier, ich bin nur um die Ecke gefahren. Und da sagt er zu mir, ja, mach gut und gute Fahrt. Ich sage, naja, ich habe noch nichts. Ich sage, ich muss erstmal gucken. Ja, so ein bisschen hier versucht mit Händen und Füßen. Gell. Ja, und da hat er hier rüber gezeigt, ja, hier, ITC. Ja, so, na gut. Ja. Er hat nicht gesagt, was und wieso und wie er auf das schmale Brett kommt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall bin ich hierher gefahren, hab mal gefragt, ich so, hier, wie sieht's aus? So, paar eine Tour. So, irgendwo Richtung Zentraleuropa, sag ich jetzt mal. Ah, der gesagt, ach, naja, meinte, ich bin hier, aber das ist nichts für dich. Ich sag, was heißt hier, das ist nichts für dich? Ja, sagte, das ist nichts für dich, nichts für Deutsche. Ich sag, was denn, wenn es nach Deutschland geht oder was? Ah, nee, es ist zu weit für dich, meinte. So, aber das weißt du doch gar nicht, wo geht's denn hin? San Sebastian. Hä? Ja, Donastia, San Sebastian. So, das klingt Spanisch. Ja, Spanien, ja. So, geil. So, nehme ich. Guck dir mich an. So, naja, lass uns nur über die Kondition reden und da geht's los hier. Ich sag, gibt's auch kein Gefitz. Und hat gesagt, ja, gut. Und sind noch ein bisschen gehandelt und sind uns einig geworden. Ich sag, wie kommst du auf so schmale Brett, dass es zu weit für mich ist? Nur weil wir Deutschen nicht mehr so weit fahren. Das heißt ja nicht, dass wir nicht weit fahren wollen. Das ist einfach nur, weil ihr uns unsere Preise kaputt macht. Hoppala. Hat er gesagt, wir machen einen guten Preis, wir machen einen guten Preis. Ja, da hat er eben jetzt gesagt, okay.
nochmal Preis von 1,82 Euro pro Kilometer haben wir uns jetzt geeinigt und da geht es los. Ja, und wie gesagt, es geht nach Donostia, San Sebastian Donostia in Spanien. Das ist mal eine richtige Fernverkehrstour. Die Distanz beläuft sich auf 2319 Kilometer. Also es geht wirklich einmal quer durch Europa. Ist im Norden Spaniens liegt das, ne? Nordspanien. Sicherlich eine sehr abenteuerliche Tour. Ja, jetzt wird uns die Tour erstmal ja, weniger spannend. Genau wieder da zurück, wo wir hergekommen sind. Das heißt, wir fahren jetzt über die S8 und später dann über der A2 hier Warschau, Lodz, Posen. Dann bis nach Deutschland wieder rein. Aber ich denke mal, ich wollte es fern nicht anmachen, aber. Also weit werden wir nicht mehr kommen jetzt in der Folge, aber ein paar Meter machen wir schon noch. Ein paar Meter machen wir noch. Ich wollte mal gucken wegen unserer Fahrzeit. Nur eineinhalb Stunden, ja, da schaffen wir schon noch eines. Könnten wir fast bis nach Deutschland kommen, oder? Mit 9 Stunden? Ah ne, glaube ich nicht. Nee, nicht ganz. Wir haben nicht ganz schaffen. Ja, egal. Ich fahre jetzt als Porto Bulltraf los. Das ist wirklich mal eine schöne Tour, wo es wirklich nur darum geht. Fahren. Na, willst du mich denn? Das kann ich nicht. Du bist ein dummes Schwein, ey. Der sieht, dass es einspurig wird. Und passt seine Geschwindigkeit so an, dass er neben mir herfährt. Dann bremst sich, dann bremst der auch, das ist schon. Boah, der. So was gehört am Budget ist. So was gehört am Budget ist, ey. Ja, was ich sagen wollte, ich mache eine richtig schöne Fahrtour. Wirklich nur fahren. Gucken wir heute nach der Pause, dass wir die pünktlich machen. Ansonsten gibt es ja eigentlich keine großen Probleme. Wollen die eigentlich hier überholt, die wenn ich jetzt hier ein bisschen rüberfahre? Nein. Ja, das ist Abladezeit täglich 24 Stunden. Also du kannst jederzeit dort auftauchen, kannst dort abladen. Brauchen wir jetzt auch keine Raste machen. Eine richtige sorglose Tour. Ja, was muss ich noch dazu sagen? Ja, Fahrzeit laut Navigationsgerät. Geht schon los, ne? Rund 38 Stunden.
Wenn wir das jetzt mal mit der Schichtzeit so berechnen. Oder mal so ja runterrechnen, wären das fast 3 Tage. 2,9, also 39 Stunden sind 3 komplette Schichtzeiten, also 3 Tage. Das heißt, wir müssten dann in 3 Tagen, das ist 0 Uhr 18, kurz gucken hier, müssen wir links bleiben, sonst führt es uns hier von der Straße runter. Heute ist Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, in der Nacht von Samstag auf Sonntag dort ankommen. Natürlich jetzt schlecht ist, dass wir in so einem Nachtfahrrhythmus sind, ne? Natürlich schwierig. Ja, mal sehen, wenn nicht, wollen wir mal irgendwie versetzte Pause oder so, so ein bisschen näher am Tag fahren. Weil jetzt hier Polen haben wir nun genug gesehen am Tag, Deutschland auch, denke ich. Da juckt es jetzt nicht so sehr, aber dann hier Frankreich, Spanien wäre vielleicht schon mal nicht verkehrt, wenn wir da ein bisschen da und nicht hätten, oder? Weil da ein bisschen was angucken können. Aber wie gesagt, müssen wir sehen. Vielleicht ergibt sich das also im Laufe der Zeit. Machen wir uns mal jetzt keine allzu große Raste drüber. Viel wichtiger wäre, dass wir auf jeden Fall nochmal, bevor wir aus Polen rausfahren, also jetzt noch nicht, aber dann kurz vor der deutschen Grenze, nochmal richtig Suppe hier reinlassen in den Öler, hier mal richtig auftanken wieder, Dieselkraftstoff fassen. Am besten noch ein paar Kanister und ein paar Tupperdosen voll machen. Weil ab dann wird es wahrscheinlich nur noch teurer. Ab dann wird der Kraftstoff nur noch teurer. Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, Frankreich ist sogar noch ein kleines bisschen teurer wie Deutschland. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Frankreich an und für sich ja ganz großes Thema, ne? Aber ich denke mal, da werde ich euch dann mehr dazu erzählen, wenn es soweit ist, wenn wir in Frankreich sind. Man passt ein bisschen besser hin. Da muss ich mich vorher nämlich auch nochmal belesen, das habe ich jetzt eigentlich alles hundertprozentig im Kopf. Und wenn ich euch das hier erzähle, ihr kennt mich, wenn, dann will ich das auch dann ordentlich erzählen und richtig erzählen. Und da muss ich mich vorher nochmal belesen, da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, wie das so im Detail ist. Diese ganze Geschichte, da gibt es Mindestlöhne und solche Sachen. Haben sie erst vor kurzem eingeführt. Da muss ich mich nochmal drüber lesen. Ich habe es schon mal einen Artikel gelesen drüber, aber schon länger her. Und wie gesagt, wenn ich das jetzt hier im Video erzählen will, dann will ich es schon ein bisschen genauer wissen, da will ich mal ein bisschen sicherer sein über das, was ich da erzähle. Da belese ich mich nochmal. Und wenn wir dann spätestens, wenn wir dann in Frankreich sind, dann werde ich euch das alles mal erzählen, was da dieses Jahr so Neues gab. Und also von der Realität her. Ich spreche von der Realität, nicht von irgendwelchen Mods oder irgendwelchen Gartenveränderungen. Ich spreche jetzt von der Realität. Dürfen wir jetzt links bleiben? Ja. Ja, passen an. Ach Leute. Hallo? Du willst mich aber nicht rechts überholen.
Das macht man nämlich nicht, Kollege Schnürschuh. So, es gehört sich nicht. Auch wenn ich dir Platz mache auf der Autobahn, damit du auffahren kannst. Deswegen überholt man trotzdem nicht rechts. Ja, da wird mit ins Haus fallen, ne? Für all die Pkw-Fahrer da draußen. Die meinen, nur weil der Lkw nicht vollständig an mir vorbei ist, nachdem er mir Platz gemacht hat und ich auf der Autobahn aufgefahren bin, kann ich auch rechts vorbeifahren. Könnte auch mal richtig schöne Strafe zahlen dafür. Könnte auch mal richtig schön von den Lkw-Fahrern im toten Winkel übersehen werden und mal von der Autobahn abgeräumt werden. Ja, geht alles, alles möglich. Sich richtig Mühe gibt es ja und gegen genug und genug Verkehrsverstöße in möglichst kurzer Zeit. Ja, vollzieht. Noch ein bisschen Unglück und ein bisschen Zufall und ein bisschen Unsicherheit eines anderen Verkehrsteilnehmers. Das gibt es immer so mau, dann einen schönen, nicht, also in Anführungsstrichen, schönen Verkehrsunfall. Ja, die müssen Zeit haben, die Polen, also ich weiß nicht. Ein bisschen früh reingezogen jetzt hier vor dem Kollege. Ein bisschen sehr früh reingezogen. So, aber wisst ihr was? Jetzt besorgen wir erstmal Geld. Bezahlen wir erstmal Geld. Ach ne, bezahlen wir nicht, seine Baustelle. Uha, das ging. Hier war ja nichts. Aber nichtsdestotrotz sind wir am Ende einer Folge. Jetzt blase ich hier durch. Bezahle die Strafe jetzt, pass auf. Ne. 1 Euro? Wäre 1 Euro fällig gewesen. Ich wollte mich eigentlich mal kurz hier herstellen und abmoderieren hier auf dem Parkplatz, aber irgendwie sei es mir vergönnt. Ich freue mich, wie die alle da hingekommen sind. Gut, okay. Trotzdem würde ich mal sagen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Däumchen da lassen. Gerne auch ein Abo oder ein Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin sage ich mal, fahrt schön rechts. Grüß die Leute. Macht's gut. Ciao.